Hey ihr lieben Gartenfreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, unsere Obstbäume, wie hier mein Apfelbaum zum Beispiel oder hinten auch der Kirschbaum, die sind jetzt ganz besonders in Gefahr dieses Jahr. Warum das so ist und was ihr dagegen tun könnt, damit eure Bäume nicht leiden müssen und ihr eine reichhaltige Ernte habt, das zeige ich euch jetzt. Ja, dieses Jahr ist das Besondere, dass der Frühling schon sehr, sehr früh eingekehrt ist. Wir hatten teilweise im Februar schon in einigen Teilen oder in vielen Teilen von Deutschland frühlingshafte Temperaturen. Und genau da besteht die Gefahr. Seht mal hier, das hier ist ein Ast, den ich zurückgeschnitten habe im Februar, ja, vor der Brut- und Nistzeit noch. Und ihr könnt sehen, schon da sind bereits die Knospen so ein wenig ausgetrieben. Und das ist dann jetzt die Gefahr nochmal bei Spätfrost, der kommen kann. Denn die sind mittlerweile ganz gut ausgebildet, die Blüten. Und wenn jetzt nochmal Frost kommen sollte, könnte dies die Blüten zerstören. Da reichen schon Nächte, die dauerhaft unter 0 Grad sind oder auch kurzzeitig Temperaturen bis zu minus 6 Grad. Ja, der Februar war im Schnitt bis zu 6,9 Grad wärmer als üblicherweise. Und das ist natürlich erheblich. Und dadurch ist die ganze Vegetation weiter fortgeschritten. Die Blüten sind jetzt noch sehr, sehr zart und müssen deshalb geschützt werden, wenn es noch mal kalt werden sollte. Das heißt, für euch als Gärtner oder für uns als Gärtner ist es sehr, sehr wichtig, jetzt die Wettervorhersagen im Auge zu behalten und die Temperaturen zu kontrollieren. Man kennt das aus dem Jahr 2017 noch. Da sind sehr, sehr viele Obstbäume kaputt gegangen. Die Bauern, die wissen sich zu helfen. Zumindest hier in Niedersachsen konnte ich damals beobachten, dass sie die Bäume mit Wasser besprüht haben. Dann hat sich nämlich eine dicke Eisschicht um die Blüten gebildet. Das wiederum hat die Blüten geschützt. Können wir natürlich als Privatgärtner oder Kleinversorger, wie auch immer, schlecht umsetzen. Stattdessen sollten wir eins tun. Ja, unsere Pflanzen schützen, zum Beispiel mit einer großen Plane. Ja. Die Pflanzen abdecken, wenn es zu kalt wird. Vlies geht auch. Auch Luftpolsterfolie oder andere Folien, die man um die Pflanze herumwickelt. Und zwar so vorsichtig, dass ihr eben die Blüten nicht zerstört. Ja. Es ist aber ganz wichtig, wenn ihr das nicht macht, dann wiederholt sich das Jahr 2017. Da hatte ich bei mir so gut wie gar keine Äpfel am Apfelbaum. Und wie gesagt, dieses Jahr ist es sehr, sehr kritisch und durch die frühe Vegetation, die eingesetzt hat. Und deshalb müssen wir hier eben wirklich achtsam sein und aufpassen, dass es nicht noch mal zu kalt wird. Das kann bis zu den Eisheiligen passieren, bis zu der kalten Sophie. Das ist dann der 15. Mai, Entschuldigung. Und bis dahin sollten wir das alles noch wirklich gut im Auge behalten. Also seid wachsam, verfolgt meinen Kanal weiterhin, wenn er euch für Gartenthemen interessiert, lasst mir gerne ein Abo da. Über einen Daumen nach oben freue ich mich auch. Bis zum nächsten Video. Euer MacPaverick.